Herzlich willkommen zu der neuen Sendung Raum für Notizen. Ich bin Nathalie Ibrahim und stelle euch heute wieder einen kreativen Kopf vor. Er ist Schauspieler in Berlin, wirkte bereits mit 12 Jahren in dem Kinofilm Sumo Bruno mit und hatte anschließend Rollen bei den ZDF-Serien Herzschlag, Ein mutiger Sohn und Sabine. Seine bisher größte Rolle war bei dem Film Elementarteilchen, wo er den jungen Bruno spielte. Seit 2009 spielt er in der RTL-Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mit. Dies ist die, wie ihr bestimmt schon alle wisst, aber ich sag's trotzdem nochmal, die am längsten laufende Soap im deutschen Fernsehen. Bei mir heute zu Gast ist Max Thüner-Krüger, so heißt er bei GZSZ, und im richtigen Leben Thomas Drechsel. Hallo. Hallöchen. Herzlich willkommen bei Alex. Hallo. Wie geht's dir? Gut, hast du das aus Wikipedia? Ich glaube, da steht genau das Gleiche drin. Das, ja, kann sein. Möglicherweise. Aber wir drehen die Serie nicht in Berlin, sondern in Potsdam, Babelsberg. Das weiß ich. Genau, weil du gesagt hast, als Berlin, in Berlin, die, der Schauspieler. Ja, wir sagen mal national. Du bist national. Vielleicht auch mal international, aber ich glaube, nee. Strebst du das an? Vielleicht, möglicherweise. Hm. Mal gucken. Aber Deutsch ist ja schon die Muttersprache, von daher kann man sich da mal am besten ausdrücken und da am Aber bei dir ist ja so verbrannt, also markant dein Berliner Akzent. Reden die alle in Potsdam so? In Berlin ist das Ganze ja ein bisschen verwaschener, also, weil so viele Kultureinflüsse da sind. Und in Brandenburg ist es tatsächlich schlimmer, also um Berlin rum halt, dass wir noch mehr härter auch. Obwohl, eher sind die Berliner, die Ur-Berliner, die harten, und wir nuscheln noch mehr. Also wir verschlucken noch mehr Endungen und sind noch eigentlich viel schlimmerer als die Berliner eigentlich. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig für deine Rolle, den Thüner, den Max Thüner-Krüger. Ja, das ist halt, was ich gesagt habe, immer, wenn ich jetzt halt einen Berliner in einer Serie spiele oder überhaupt einen Berliner, dann sollte es auch schon authentisch sein. Gut, im privaten Leben Berliner ich ja auch wie Sau eigentlich. Und von daher kann Thüner das auch sehr gut machen. Thüner kriegt nochmal eine Schippe drauf und hat nochmal Wortgestaltungen, die nochmal keiner sagt, aber das passt schon so, ja. Und wie stellst du es dann ab für die anderen Rollen, die du hast? Ist es dann sehr schwer? Es ist für mich immer einfacher, da in ein Theater zu spielen und dann Hochdeutsch zu sprechen, weil schon die Stimmlage ein bisschen anders ist. Und für andere Rollen ist es halt ja ein bisschen auswendig lernen, Endungen halt nicht verschlucken und darauf achten, ja, ist schon wichtig dafür. Mhm. Hast du eine Sprecherausbildung gemacht oder eine Schauspielerausbildung? Leider nicht. Also gar keine Ausbildung, halt ein bisschen Fortbildung gemacht, klar. Mhm. Autodidaktisch eigentlich. Wie gesagt, mit 12 angefangen, reingerutscht. Das war alles damals noch ein bisschen mehr Spaß gewesen, bis 16, sage ich mal so, bis dann wirklich hieß, okay, was willst du mal irgendwann machen? Dann wollte ich eine Bankausbildung machen. Mutti hat gesagt, ein Junge, mach was Ordentliches. Da hat sie schon gesagt, das ist nichts ordentlich, eine Bank? Nein, die Bank ist hier und ist ordentlich. Und dann dachte ich mir, naja, Schauspieler wäre ja doch auch nicht so verkehrt. Ja. Und dann habe ich es halt weitergemacht und es läuft ja bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Ja. Mhm. Und wie bist du dann in die erste Rolle reingeschlüpft mit 12 Jahren in dem Kinofilm Sumo Bruno? Da haben sie neue Gesichter gesucht. Also es ist halt immer, war damals ein bisschen schwierig, das war 98, mit jungen Darstellern, die halt jünger sind und vor die Kamera wollen, und da kam jemand in die Schule oder die sind in mehreren Schulen rumgegangen, haben Castings gemacht, alle haben halt gesagt, ja, der Dicke da drüben, der könnte vielleicht sowas machen, und dann bin ich halt zu dem Casting hin, hab dann die Rolle bekommen, die Agentur hat gefragt, willst du denn neue Rollen noch bekommen, und dann bin ich halt dabei geblieben. Also ich habe nicht viel dafür gemacht, aber habe anscheinend damals ganz gut überzeugt in dem Sinne. Cool. Hast du heute drehfrei oder was hättest du sonst heute gemacht, wenn du nicht hier wärst? Gute Frage, ich hätte erst mal ausgeschlafen. Nee, keine Ahnung. Heute ist drehfrei auf jeden Fall. Nur für dich oder für alle? Nee, für mich. Mhm. Also wir drehen ja von Montag bis Freitag immer. Mhm. Wir haben montags Probentag und ich hatte heute halt keine Szenen, werde morgen wieder dran sein. Und so ist es dann halt. Mhm. Eine ganz andere Frage. Echt jetzt? Ja, ich versuch's mal. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Und zwar, warst du verreist? Beziehungsweise, was hast du denn den Sommer lang so lange getrieben? Warst du den ganzen Sommer lang mit Drehen beschäftigt für GZSZ oder hast du andere Projekte gehabt? Ich war jetzt bis letzte Woche in China gewesen. Was hast du da gemacht? Eine Rundreise. Hab mal Shanghai, Peking abgeklappert, wollte mal mir irgendein komisches Zeug zum Essen reinpfeifen, hab dann auch Skorpionen und Seidenspinne gegessen. Und?
Das war Seidenraupe, bevor ich hier irgendeinen Scheiß erzähle. Seidenraupe, die war ekelhaft. Ja. Also da hätte man sich echt übergeben von können. Aber Skorpion kann ich weiterempfehlen. Ach, ja. Mensch. Ja, davor habe ich halt irgendwie 17 Monate durchgearbeitet und es hat dann auch irgendwann gereicht. War dann irgendwann, musste ich mal raus und dann habe ich mir meinen kompletten Jahresurlaub jetzt mal 4 Wochen gegönnt und bin einfach mal los. Warst du nur in China oder noch woanders? Vorher noch in Paris, weil da Freunde von mir gerade wohnen und die ziehen dann da weg. Und deswegen dachte ich mir, nutze es nochmal. Letzte Chance. Das Schöne ist auch in Paris, unter 26, jedes EU-Mitglied, das unter 26 Jahre ist, kommt in alle Museen kostenlos rein. Voll geil. Das hatte ich aber dieses Mal, als ich in Frankreich war, ein Problem, weil ich bin nämlich gerade 26 geworden. Man gar nicht. Dankeschön. Hätte ich jetzt auf 19 geschätzt. Und die hat mir aber noch ein Auge zugedreht und meinte, okay, wann bist du denn 26 geworden? Ich habe gesagt, ja, erst vor so 2-3 Monaten. Okay, dann kannst du so rein. Du kannst Französisch sprechen gut? Ja, ein bisschen. Na, mit meinem bisschen hätte es nicht ausgereicht, mich so mit jemandem zu unterhalten. Was sprichst du denn für Sprachen? Deutsch, Englisch. Ja, das war's dann auch. Jetzt ein bisschen Chinesisch. Ni hao, xi xi. Genau. Was war denn die Antwort nochmal auf Ni hao? Hau, hau. Hau, hau. Oder wenn es dir nur gut geht, hau. Oh. In manchen Teilen aber auch hau, hau, hau. Aber das heißt dann so übertrieben gut, oder? Genau. Und, aber in manchen Teilen Chinas denken die dann nur, was willst du? Okay. Also so dann ein bisschen crazy. Mhm. Ihr dreht in Babelsberg, im Filmpark Babelsberg. Ihr dreht ungefähr mit 2 Monaten Vorlauf. Das heißt, jetzt ist Weihnachten bei euch. Also fast. Weiß ich nicht, wann das ausgestrahlt wird. Ist natürlich live, ne? Ja. Ja, wir drehen immer ziemlich früh, halt im November, Oktober dann ja schon Weihnachten. Das ist natürlich immer ein bisschen komisch. Aber ja, man gewöhnt sich an alles. Dann heißt es, ihr sitzt am Set und trinkt Glühwein und isst Lebkuchen. Wir trinken noch keinen Glühwein, also kein Alkohol. Mhm. Lebkuchen zum Beispiel. Lebkuchen. Ja. Aber das ist halt schön, wenn irgendwie im November noch ein bisschen warm ist oder im September. Mhm. Dann mit Schal und Mütze da zu stehen, ist schon echt ein bisschen heftig. Ja. Stell ich mir aber umgekehrt schlimmer vor, oder? Wenn du dann im Januar oder Februar den Sommer spielen musst? Ja, das ist auch schön, ja. Wenn die Mädels im Minirocken da irgendwie bei 10 Grad rumrennen müssen, ja. Das hast du jetzt nicht das Problem. Hast du Glück. Mach ich dann privat. Warum wohnst du in Potsdam und nicht in Berlin? Also ist das für dich jetzt die nur... Die Frage erübrigt sich. Also, du kennst ja Berlin. Magst du Berlin nicht, oder was? Nee, ich bin halt in Potsdam geboren. Und aber hast du nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, in Berlin zu wohnen? Berlin ist mir zu groß. Sind zu viele Bauten. Ich habe den Weitblick nicht. Ich brauche auch mal ein bisschen Grün und alles. Natürlich, wenn man in seiner Heimatstadt aufwächst, kennt man da auch alles, man kennt jeden und die Bars, in die man geht oder wo man einkaufen will oder was auch immer. Aber ich habe halt auch die Nähe zu Berlin, das heißt, wenn ich nach Berlin will oder Freunde habe ich ja auch viele da, dann kann man natürlich schnell da sein. Ja. Wo bist du in Berlin am liebsten? Bei meinen Freunden. Und in Potsdam, wo bist du da am liebsten? Zu Hause. Danke. So von da an wäre ich nicht drauf gekommen. Wenn du dir einen Ort aussuchen würdest, außerhalb jetzt von Berlin oder Potsdam, wo würdest du dann wohnen und warum? Rom. Ich war vor 7, 8 Jahren in Rom gewesen, war seitdem nicht nochmal da, aber es war eine der schönsten Wochen, die ich in meinem Leben gehabt habe. Also da ist dieses Flair halt ganz anders, wenn du da abends auf der spanischen Treppe sitzt mit einem Glas Wein. Da waren noch 3 Römer gewesen, 2 mit Gitarre, einer hat gesungen. Einfach nur so, weil sie Spaß dran hatten. Und da treffen sich alle Leute aus der ganzen Welt bei wunderschönem Wetter. Und das war echt herrlich gewesen. Mhm. Coole Stadt auf jeden Fall. Und wenn du nicht Schauspieler gewesen wärst, was wärst du dann? Bankkaufmann oder doch was anderes? Ja, bei der Bank haben sie mich ja zum Glück nicht genommen. Ah, du hast es dann doch versucht, dich da auch zu bewerben? Ja, also so ein Jahr war bei mir so ein bisschen flauter gewesen, wo man halt, wo ich halt kein Angebot großartig hatte. Also ich hatte 2, 3 Drehtage in dem Jahr gehabt. Und dann zweifelt man schon so ein bisschen, macht man das weiter? Wie sieht das restliche Leben aus, ob ich halt Arbeit bekomme und ja, ob ich das bis 60, 70 durchziehen kann? Und deswegen habe ich mir halt gedacht, musste was Solides machen. Und da ich immer gerne über meine Finanzen Bescheid weiß, was man da noch rausholen kann oder sowas, deswegen dachte ich mir, liegt es vielleicht nahe, das zu machen. Also warst du nochmal gut in Mathe auch? Ja. Echt? Ja.
doch schon gut. Das war immer logisch für mich, keine Ahnung. Okay. Da hast du deine Gleichung, da setzt du ein und dann kommt unten was raus. Entweder ist es richtig oder falsch. Ich hoffte natürlich, dass es richtig ist. Und die Ausbildung hast du aber nicht zu Ende gemacht, oder doch? Ich habe die Ausbildung erst gar nicht angefangen, weil sie mich nicht angenommen haben. Okay. Die Schweine. Und dann, wie bist du dann, hast du die Zeit überbrückt dann? Hast du dann Drehtage oder Drehjobs bekommen noch? Oder ja, ich habe dann im Callcenter gearbeitet, habe Zeitungen verkauft. Okay, wie lange? So ein halbes Jahr. Das war schon echt ganz lustig. Also man hat auch ganz nette Gespräche im Käusern dann mal mit Leuten. Ja, war in Ordnung. Hey, also ich sag mal so, Geld stinkt nicht, wie es auf den Geld auf den Tisch kommt. Man muss ja auch irgendwie sein Brot bezahlen können, ja. Du bist jetzt seit drei Jahren bei GZSZ. Genau, ja, kann sein. Seit 2009, glaube ich. Und du hast ja angefangen als eine Nebenrolle und du warst dann so ein bisschen der böse Typ und jetzt bist du aber so ein ganz Lieber. Ja. Und wie identifizierst du dich mit der Rolle? Also hast du dich gesagt, okay, am Anfang war es für dich einfacher, weil du da so der Böse warst, oder ist es jetzt leichter vielleicht? Ja, also klar, der Böse ist natürlich auch mehr an dem, was ich eigentlich bin. Mhm. Bin ja im wirklichen Leben auch nicht so nett, deswegen war es für mich einfacher, die böse Rolle, bösen Tuner zu spielen. Mhm. Nein, also jeder hat Gut und Böse in sich, also wann er was rauskehrt, ist ja immer die Frage und wie intensiv, und deswegen war es natürlich am Anfang auch schön, den bösen Tuner zu spielen, weil man spielt immer das gerne, was man nicht sein kann oder nicht sein darf. Und Man sich so ein bisschen aus. Ja, auf jeden Fall. Und da hatten wir auch eine schöne Zeit, also in den 9 Monaten, wo es so war. Dann haben die halt gesagt, ja gut, wir würden die Rolle gern behalten, wir finden dich als Schauspieler cool und wir mögen das, was du machst. Und dann musste man aber irgendwie finden, dass Bösewichte gibt es auch genug bei uns und Tuner sollte dann halt geläutert werden und dann halt zum Netten mutieren. Und das hat ja echt gut geklappt, muss ich sagen. Also, dass das Publikum das so angenommen hat, hätte ich auch erst nicht gedacht. Wieso? Was gab es für Reaktionen? Stehst du da in Kontakt mit den Leuten? Man spricht natürlich mit vielen Leuten darüber und sagen, ja, was früher Schläger war, die Rolle war der Schläger gewesen und jetzt ist es so umgeswitcht und es gefällt uns besser und so. Es hätte auch sein können, dass die Leute mir das nicht abnehmen, dass die Leute sagen, es ist schlecht gespielt oder man kann es nicht nachvollziehen, aber sie haben es sehr gut aufgenommen und von daher schon gut so, ja. Hast du dich bei GZSZ beworben oder haben die dich gefunden? Ich bin zum Casting gegangen, mein Agent meinte, hier, geh mal hin, da ist Casting, meine ich so, für 3 Monate, okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Bin ich hingegangen, das Casting lief dann so ab, dass ich mich vor eine Wand gestellt habe, sie hat 4 Fotos von mir gemacht, die Casterin, und dann durfte ich nach Hause gehen und eine Woche später hatte ich dann die Rolle gehabt. Also, du musstest nicht mal was vorsprechen? Ja, das ist krass, also. Mann, das ist so überzeugend. Ich hab überzeugt, ja. Hat mich auch ein bisschen Geld gekostet, aber dann war ich halt drin gewesen, ja. Und wie viele Leute waren da beim Casting? Da war ein großer Auflauf. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Du hast niemanden gesehen. Du bist einfach rein, Foto raus. Naja, Jobs, ich wollte da um 14 Uhr oder was antanzen. Und dann meinte sie, ja, stell dich mal vor die Wand. Ich so, ja, okay, hier Fotos, okay. Gut, wir melden uns dann. Und dann dachte ich, naja, warum nicht? Dann meldet ihr euch. Also wenn es das schon war, dann ist das so in Ordnung. Okay. Wie kamst du mit den vielen Texten klar? Also das war ja eigentlich eine Masse an Text, oder? Also das nicht am Anfang, aber später. Das ist halt schon krass, wenn man das erste Mal an so eine Daily Soap, an so ein Set rankommt. Das Problem ist, also vorher hat man halt, wenn man Kino dreht, 3-4 Szenen am Tag höchstens Maximum. Mhm. Da hat man für eine Szene 3-4 Stunden Zeit, 5-6, je nachdem wie groß es ist. Beim Fernsehen da hat man so seine 6-7 Szenen, aber hier kann es wirklich vorkommen, dass man 19-20 Szenen am Tag hat mit 4 Takes. Und das heißt dann halt in 2 Durchgängen, in 2 Takes oder in 3 Takes muss es manchmal sitzen und dann geht man in die nächste Szene und ich war total diese Eindrücke, weil ich wusste nicht, ob ich es gut gemacht habe oder schlecht gemacht habe, weil es dann hieß, okay, fertig, nächste Szene und du stehst da. Ohne Feedback sozusagen. Ja, genau. Und du stehst da, scheiße, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? War das gut, war das schlecht oder was weiß ich? Aber wenn es nicht gut wäre, dann würden sie ja nochmal wiederholen wollen, oder? Ja, aber manchmal kauft man das halt auch. Also man hat ja auch den Zeitdruck ein bisschen dahinter. Deswegen, unsere Schauspieler, die wir da am Set haben, die sind wirklich sehr, sehr gut. Also die können sich wirklich mit vielen, vielen anderen Schauspielern in Deutschland messen. Es ist gerade nur ein bisschen Daily Soap verrufen. Wie gesagt, wir haben nicht die Zeit dafür, um es manchmal ein bisschen schicker zu machen, aber die Leute sind vorbereitet, sie sind professionell, sie sind wirklich gute Schauspieler. Sie müssen so viel in den den Charakteren in emotionale Rollen reingehen. Und das Schöne ist an der Soap halt, man kann sich ausleben. Also wo kriegt man schon als Schauspieler in 50 Jahren, klar vielleicht, aber in 10 Jahren so viel, darf man gar nicht so viel spielen wie bei uns. Also
von emotionalen Sachen halt her. Darfst du dann auch ein bisschen mitbestimmen vom Charakter her? Also auf jeden Fall. Das ist ja so, unsere Regisseure wechseln immer und deswegen weiß eigentlich der Coach, wir haben auch einen Schauspielcoach am Set, also weil es halt immer, irgendeiner muss ja irgendwie immer wissen, wo es lang geht. Und wir dürfen natürlich sehr viel, also wo es mit der Story hingeht, wir können natürlich mit darüber sprechen. Und ja, wir haben halt im Kopf, wie es halt weiterläuft übers Jahr, sag ich mal so. Und deswegen haben wir eigentlich sehr viel Mitspracherecht da. Das heißt, kriegst du auch mal Tipps von den Regisseuren? Guck mal, überleg mal, du könntest vielleicht in diese Richtung gehen oder auf jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Also das ist ja auch das Wichtige. Kannst du auch sagen, nein, möchte ich nicht, kein Bock? Oder so. Man findet einen Kompromiss. Mhm. Ich glaube, das ist immer das Beste. Also der Regisseur hat das Drehbuch im Kopf und sagt sich, okay, wir brauchen jetzt das und das. Und ich sage natürlich, ja, aber wir haben letzte Woche das angespielt und da müssen wir jetzt irgendwie einen Kompromiss finden, wie wir die Story weiterführen halt, ja. Ja. Du wohnst in der bei GZSZ mit Frauen zusammen in der WG. Nicht mehr. Nicht mehr. Du guckst die Sendung nicht oft, oder? Nicht so oft, nee. Könntest du dir das auch privat vorstellen, dass mit den... Kuckuck. Ja, hallo, grüß dich, Tommy. Alex, ich bin Alex Weil. Ich komme aus Potsdam und mag Berlin-Brandenburg. Nee, erzähl mal, warum, also könntest du dir vorstellen, auch mit Frauen in einer WG zu wohnen bei dir, also im Privaten? Geile Frage. Nee, also ich meine jetzt gute nur, Frage. Weil es ja... Nur mit Mädels. Mit wie vielen? Vier aufwärts. Vier aufwärts, das ist schon wieder ein bisschen haarig. Ja gut, warum nicht, wenn ich mein eigenes Zimmer habe? Ja. Also, ja, das ist... Oh, puh. Ja, klar. Also, aber ich bin nicht so der WG-Typ, glaube ich. Also manchmal steht mein Abwasch irgendwie 3 Tage oder 4 Tage, das ist schon echt ein bisschen eklig. Ja. Aber manchmal muss ich halt auch alles reinhaben. Das aber dann wärst du wenigstens dazu gezwungen, das sauber zu machen. Ja, und das hasse ich total. Das ist voll scheiße. Und du wärst immer gezwungen, mit den anderen was zu unternehmen. So nach dem mit Modell. 4 Mädels. Aufwärts. Nee, ich meine sonst in der WG normalerweise ist ja egal. Musst jetzt. Du doch gar nicht, oder? Du kannst dich auch da raushalten. Ja, aber dann ist auch doof, oder? Ja, das ist ja jedem seine Sache. Hm. Hm. Wohnst du alleine in Potsdam oder mit deiner Familie oder deiner Freundin? Das wird mir jetzt zu intim. Okay. Willst du nach Potsdam ziehen? Ich? Hm? Nee. Hätte sein können. Nee, ich bin ganz zufrieden hier im Bild. Ja? Mhm. Merke ich schon, ja. Hm. Nächste Frage. Noch einer. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 15 Minuten? Wenn du selbst Fernsehen machst, guckst du es überhaupt noch? Guckst du deine eigene, also guckst du GZSZ überhaupt? Ist manchmal ein bisschen schwierig, um die Zeit zu Hause zu sein, aber ich schalte immer wieder gerne rein, ja. Mhm. Also um zu sehen, was die Kollegen machen, um zu sehen, was, also man kann immer die Blöcke, die einzelnen Folgen immer angucken, die können wir uns ausborgen und gucken, wie sieht's aus, was habe ich da schon wieder für eine Scheiße fabriziert. Mache ich nicht, weil also ich bin damit aufgewachsen, dass man sich halt die Sachen nicht anguckt, um halt kein verfälschtes Bild davon zu bekommen und um nicht dann sozusagen zu sagen, ah, hier, der letzte Block war ein bisschen scheiße und jetzt muss ich das aber ändern. Sondern jede Szene ist neu und jede Szene muss man neu gestalten und das ist ein Entwicklungsprozess. Aber zu Hause dann halt mit genügend Abstand nach 2 Monaten oder so gucke ich mir das gerne an, ja. Und dann sage ich auch, ach gut, hat mir gut gefallen. Mhm. Oder auch nicht, ja. Was ist deine Lieblingssendung? Meine Lieblingssendung? Ich habe keine Lieblingssendung, glaube ich. Was gucke ich gerne? Es gibt jetzt dieses Roach und Böhmermann, glaube ich. Mhm. Das ist ganz geil. Das stimmt. Aber da werde ich niemals hingehen. Warum? Die verarschen die Leute. Da stehst du auch drüber. Ich weiß nicht, bin ich so schlagfertig. Ach doch. Ich mag das nicht, wenn mich Leute verarschen. Du hast sowohl... 10 Minuten haben wir noch, glaube ich. Ja. Du hast sowohl Film- als auch Soap-Erfahrung. Für die Zukunft würdest du eher wünschen, mehr im Soap-Bereich tätig zu sein oder doch mehr im Film? Im Theaterbereich. Im Theaterbereich? Ja. Spielst du oft Theater oder hast du früher? Ich habe weil ich keine Ausbildung habe, ist es immer ziemlich schwierig... ich muss die Schuhe ausziehen, ist ein bisschen warm. Ja, mach ruhig. Mach's dir bequem. Danke. Jetzt nicht auf den Tisch. Da sind ja diese wunderbaren Zeitschriften. So. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ausbildung, das ist halt das Problem. Ja. Und da ist es schwierig, ans Theater ranzukommen. Ich habe halt 3 Jahre lang an der Off-Bühne gespielt. Das heißt, ohne Geld, einfach nur aus Spaß. Und da habe ich halt auch vieles dazugelernt. Also in den 3 Jahren wirklich so viel Input bekommen. Habe halt in 2 Theaterstücken damit gespielt und es war echt super, ja.
Das ist ja besser als eine Ausbildung, oder? Weil es ja total praktisch und du kannst sozusagen alles... Ja, ja, na, Ausbildung ist doch nochmal wichtiger, also um das Körpergefühl zu lernen. Aber das war schon echt eine super Erfahrung und deswegen würde ich gerne halt auch mal ans Theaterhaus gehen. Also an ein richtiges, wo man also halt mal seine 80 Vorstellungen gibt oder so. Und dann aber auch nur Theater, also nicht so ab und zu mal doch ins Fernsehen, sondern... Ja, doch, also das ist natürlich auch wichtig immer, dass man immer die Abwechslung hat. Man darf das eine nicht verlernen, wenn man das andere hat. Also das ist ja zwei unterschiedliche Ebenen, die man hat. Genau, super. Du kannst mit Worten umgehen. Ich vervollständige sogar schon deine Sätze. Kannst du mal sehen. Du passt so gut zusammen. Ja, Mensch. Das ist toll. Wenn du dir aussuchen könntest, in welchem Film du mitspielst und wie dieser Film aussehen würde, wie wäre der? Hä? Oder Theaterstück, du machst ja lieber Theater. Ja, machen wir lieber Theater. Ich kapier's schon, aber also, du meinst vom Genre her, oder? Ja, also alles. Wie wäre dieses Theaterstück, mit wem würdest du gerne machen? Was wäre so dein Traum auf der Bühne? Krass. Dann kannst du dich ausleben, du kannst kreativ sein. Ich müsste jetzt da erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken. Nein, jetzt so ganz locker aus der Komödie ist immer gut, Komödie ist das Schwerste, was geht. Also das ist die Königsklasse. Okay. Naja, also du kannst Drama spielen und wenn du jetzt zusammenbrichst oder was weiß ich, oder jemanden verloren hast, dann ist es einfacher, eine Emotion hervorzurufen in sich selber, wo die Leute sagen, wo die das teilen können, was du gerade fühlst. Aber einen Witz auf den Punkt zu kriegen, ist halt das Schwerste, was überhaupt geht. Also wenn du auf der Bühne stehst, spielst du eine Komödie irgendwie und keine Sau lacht unten, das ist schon das Beschissenste, was überhaupt nur geht. Da hast du beim Fernsehen natürlich Glück, weil da hast du ja kein Publikum. Also so jetzt vor dir. Ja, das ist aber auch doof. Klar kommen die Leute und sagen, hey, das hast du gut gemacht und so und alles. Aber du hast die Reaktion gerade beim Spielen nicht. Und du brauchst gerade die Reaktion, meiner Meinung nach, dort, wenn du es... Also wenn du spielst, ist ganz schwierig. Jetzt ist ja bei dir in der Serie immer so hin und her mit Emily. Ne? Nimmt ja irgendwie kein Ende mit euch. Das ist ja schrecklich. Da sind wir schon wieder an dem Thema, dass du die Serie lange nicht geguckt hast. Tuna hat sich gerade von Emily getrennt. Ja, also aber irgendwie empfindest du ja doch wieder was für sie, oder? Naja, aber man kann ja nicht einfach eine Beziehung so... Aber da ist doch irgendwas in der Luft. Ja, immer ist irgendwo was in der Luft. Man hat ja mal Gefühle für die Person empfunden, vor allen Dingen, wenn die andere... Na siehst du, deswegen ist ja doch nicht gleich alles abgehakt. Naja, auch wenn man vorbeigeht. Nicht. Nein, aber du meinst, ob wir wieder zusammenkommen oder nicht? Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie sieht es denn aus? Bei RTL. Nein, was ist so, wie kannst du sowas verraten? Wie entwickelt sich das dann so bei dir? Wir spielen jetzt in 2 Wochen Weihnachten und da wird auch Tuna dann Weihnachten spielen. Als Weihnachtsmann. Na, ich lasse mir wieder einen Bart wachsen. Ich hatte mal Vollbart, hast du das gesehen? Ja. So ein Ding. Wie fandest du es? Ich finde es so besser. Ja? Ja. Okay, gut. Ne, hast du jetzt? Gut. Bisschen zufrieden? also willst du mir nicht so richtig verraten, wie das so ausgeht? Nein, darfst du nicht. Berufsgeheimnis. Okay. Ich würde es gerne, liebend gern. Ja. Aber dazu durften die Kameras nicht an sein. Aber wir haben ja noch Gelegenheit. Natürlich. Ich bin heute noch den ganzen Tag in Berlin. Dann, wo wohnst du in Berlin? In welchem Viertel? In Reinickendorf. Reinickendorf, das ist ein bisschen außerhalb, habe ich gehört, oder? Ja, ein bisschen außerhalb. So an der Grenze zu Wedding. Ja, da gibt es doch. Wann 50 Cent aus. Oh, das kommt mir jedes Mal, wenn ich das Wort Reinickendorf sage, kommt. Ey, da war doch 51. Player 51 aus Reinickendorf. 51. Geiler Typ. Mit dem würde ich gerne mal ein Theaterstück spielen. Mit dem organisiere ich dir. Aber dann Hamlet. Den organisiere ich dir und dann machst du die Bühne klar. Ja, und dann kannst du die mit Bühne haben wir hier. Wir brauchen nur eine Kamera. Das wird super. Ja. Improvisationstheater. Mit Player 51 aus Reinickendorf. Oh yeah. Lebt der überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Na, so alt wäre der denn noch nicht, oder? Wann war der? Keine Ahnung. Siehst du? Da haben wir schon sogar die gleichen Leute. Ja, Mensch. hast du Vorbilder? Vorbilder? Mhm. Ja, Vorbilder. Meine Freunde sind meine Vorbilder. Mhm. Meine Mutter, mein Vater. Schauspielervorbilder hast du dir? Schauspielervorbilder. Vorbilder in dem Sinne vor der Kamera oder hinter der Kamera, das ist ja immer die Frage. Also manche vor der Kamera kann man sich als Vorbilder nehmen, die sind aber dann hinter der Kamera irgendwie komisch. Mhm. Ja, es gibt viele gute Schauspieler, wo ich sage, die machen eine echt gute Arbeit. Aber das ist halt auch wieder das Problem, wir haben so viele deutsche Schauspieler, die halt arbeitslos sind und das ist so schade. Mhm. Die können halt nicht überleben und müssen halt irgendwie was anderes machen, obwohl sie gerne ihren Traumjob ausleben würden.
Ist ja bei dir gerade nicht der Fall. Du bist ja ganz gut dabei, oder? Wie gesagt, also man kann sich glücklich schätzen, als Soap zu landen oder in einer täglichen Serie, und es ist halt echt schön, ja. Wie lange kannst du dir das noch vorstellen zu machen? Keine Ahnung. Mal gucken. Also wie sich das entwickelt. Wie gesagt, kann ja auch sein, dass man mal ein Jahr Pause macht und dann Theater spielt oder was ganz anderes macht. Aber dann ist es ja schwierig, dann in die Serie wieder zurückzukehren. Da musst du ja dann irgendwie als Studenten ausschlafen. Sterben darf ich dann nicht. Nee, deswegen ja. Dann musst du dich verabschieden als... Ja, dann gehe ich mal kurz nach München und studiere da oder sowas. Ja, so. Oder zu Mutti nach Spandau. Ist es so flexibel, wenn jemand sagt, ey, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause? Man kann alles bereden. Also gut, man braucht ja auch mal eine Auszeit. Oder also gerade wenn man den ganzen Tag irgendwie das ganze Jahr über in einer anderen Rolle steckt, die man gar nicht ist. Und also es spielt sich ja alles im Kopf ab. Und das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ja. Wie gesagt, wenn man dann gar nicht rauskommt und irgendwie alles irgendwie nur aus der Sicht einer anderen Person sieht irgendwie. Was sind denn seine nächsten Projekte so, außerhalb jetzt von GZSZ? Ja, ich habe mal überlegt, jetzt vielleicht nächstes Jahr nach Teneriffa zu fahren oder so mal für eine Woche. Ich meine beruflich. Ja, kann auch Gran Canaria sein. Nee, hast du keine Projekte, die, also sei es jetzt Film oder Theater, die gar schon nicht anstehen? Alles ganz cool. Du lässt alles auf dich zukommen? Ja, hey, also wer Bock hat, der meldet sich halt. Und wenn er keinen Bock hat, der meldet er sich halt auch nicht. Also man kann es halt nicht ausmachen. Es ist halt ziemlich schwierig. Die meisten wollen halt, sagen halt, ja, wir brauchen in einem Monat oder so eine Rolle für Soko oder für einen Polizeiruf oder Tatort oder was weiß ich. Und dann stehen wir halt da und sagen, ja, aber in einem Monat muss ich da arbeiten. Es kommt halt keiner und sagt, in einem halben Jahr will ich dich für einen Film haben, oder es ist ganz, ganz selten. Und dann kann man es planen und dann kann man auch aus der Serie kurz mal für 2-3 Wochen abhauen oder sowas. Also das kriegt man alles hin, aber das ist halt, kann man halt nicht so sagen, ja. Okay. Ja, dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kannst du Wasser noch? Kannst du gerne trinken, danke. Ja. Ich habe ja genug gelabert, ne? Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg bei GZS. Danke, ne? Dir auch. Und vielleicht sehen wir uns ja noch auf der Bühne und wie gesagt... Playboy. Dann, ne, Playboy, nicht Player. Siehst du? Playboy? Playboy 51 aus Reinickendorf. Ich dachte, der hieß Player 51 aus Reinickendorf. Oh Gott. Oh, was ich alles wieder nicht weiß, ne? Schlimm. Gut. Das war's, Raum für Notizen mit Nathalie Ibrahim und Thomas Drechsel. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.